Hallo, mein Name ist Jürgen Malek, ich bin der General Manager von Riedel Österreich und ich begrüße euch hier vom Salzburgring in Österreich, vom Electric Love Festival, das größte österreichische Festival, eines der größten Europas. Und wir, Standort Österreich, Riedel in Wien, sind sehr stolz, dass wir hier mit unserem Produkt, mit der Riedel Bolero Lösung vertreten sind. Das erste Mal die drei Hauptbühnen mit fast 50 Beltbacks und knapp 10 Antennen komplett ausstatten, sodass die Produktionsmitarbeiter sowohl Ton, Licht, Pyrotechnik, Special Effects, aber auch Festivalleitung miteinander sprechen können in latenzfreier bidirektionaler Kommunikation. Also mein Name ist Johannes Schnappinger. Ich bin hauptberuflich bei Revolution Event und bin bei Revolution Event für die Bühnenproduktion verantwortlich. Das Electric Love Festival gibt es jetzt eigentlich seit 7 Jahren. Es hat aber eigentlich auch schon relativ groß angefangen und ist dann aber über die Jahre immer größer geworden. Und seit 3 Jahren haben wir eigentlich die Auslastungsgrenze erreicht. Die kommunikativen Herausforderungen haben sich eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren ergeben, dass das Wetter ja wie immer eigentlich unberechenbar ist und dass wir natürlich auch für jede Wetterwitterung gewappnet sein müssen. Und da haben wir das Problem, wir haben im Infield 48.000 Leute, die was über Fluchtwege raus müssen, alle über den Hügel raus. Und die müssen die Informationen rechtzeitig bekommen. Da sind wir dann eben drauf gekommen, die Kommunikation von Event Control Center zu den FOHs mit einem Intercom gestalten müssen. Dass die Intercoms miteinander verlinkt sind, dass die Leute untereinander sprechen können und dass das ECC immer die Möglichkeit hat, allen Bühnentechnikern direkt drüber zu sprechen, damit immer der Informationsfluss gesichert ist. Und deshalb haben wir uns eben dann dieses Jahr eben dann auch für das Bolero-System entschieden, dass wir es zumindest jetzt für das erste Jahr auf den drei großen Bühnen ausprobieren. Die sind alle, also die drei großen Bühnen sind mit Bolero ausgestattet. Und wir haben jetzt die Warm-Up-Party hinter uns und die Techniker von der Warm-Up-Party waren sehr zufrieden damit. Bei der Mainstage wird auch für die Aftermovie-Crew Riedel verwendet, also auch als Bolero. Die sind genauso mit drauf auf dem ganzen System, so mit der, oder damit die Aftermovie-Crew auch Bescheid weiß, wenn irgendwas los ist und auch hier dann die Schritte einleiten kann. Genauso auch unser Crowd-Management, sprich unsere Social-Media-Abteilung, die was dann die Statements diesbezüglich auch dann ins Internet rausgibt, sind auch mit ans Intercom angebunden. Und der Übertragungswagen für einen Livestream, der hat auch ein Bolero-System, das ist aber entkoppelt von unserem System, was wir mit dem ECC betreiben. Ja.